Auch Darstellungen mythologischer Wesen gibt es. Wir haben ja gestern auf dieser Stele schon Fusi und Nüba gesehen. Und hier sind sie wieder, diesmal auf einem so dekorativen Stein. Tragen wieder beide einen Spiegel. Einer ist ja männlich und einer weiblich. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, das ist gar nicht so schwer herauszufinden war eigentlich, dass die die Begründer der Menschheit sind. Und dieser Zwerg, der da in der Mitte rumsprang, war einfach ihr Kind. Schlicht und ergreifend. Und hier sieht man die beiden wieder. Tragen in der Hand eine scheinbar eine Sichel, so wie es aussieht. Und der andere, schwer zu sagen, es sieht ähnlich aus wie ein Löffel. Und Fusi, der Mann, ist auf der linken Seite. Man kann es hier nicht so gut sehen an diesem Stein direkt, aber es gibt oben so eine Abreibung. Da sieht man, dass auf diesem Spiegel oder auf diesem Kreis ein Vogel abgebildet ist. Und Fusi ist halt männlich und daher dem Yang, also der Sonne, zugeordnet, so wie der Vogel, der Feuervogel sozusagen der Sonne zugeordnet ist. Und Nüwa ist auf der rechten Seite und dort sehen wir an dem Stein direkt nicht unbedingt so, aber doch auf der Abreibung, die oben ist, einmal eine Halbmondsichel und darunter sieht ähnlich aus wie ein Kaninchen. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, also der Mond kann entweder durch ein Kaninchen oder durch einen Frosch repräsentiert werden. Qualität der Steinschnitzerei lässt jetzt keine genauere Identifizierung zu. Auf jeden Fall ist da ein Tierchen mit einem gedrungenen Körper. Es könnte wirklich sowohl ein Kaninchen als auch ein Frosch sein. So, ansonsten, ich stelle die Kamera nochmal um. Unsere alte Bekannte, die Si Wangmu, die ja verehrt wurde noch und nöcher in der östlichen Hanzeit, ist natürlich auch auf sehr vielen Ziegeln dargestellt, hier wieder auf ihrem Thron. Der Thron, der von einem Drachen und einem Tiger flankiert wird. Des Weiteren sind hier noch andere Tiere, die sie begleiten. Und vor ihr stehen Gefäße. Und es knien Figuren vor ihr. Sie sitzt ja in den Bergen im Westen, die Königin Mutter des Westens, und nimmt da die höchste Stelle oder Position innerhalb der Hierarchie ein. Was man hier auch gut sieht, ist ihr Kopfschmuck, sogenannte Sheng. Das ist auch ein typisches Merkmal, ein typisches Attribut der Si Wangmu. Hier sehen wir sie schon in Frontalperspektive, scheint also ein etwas späterer Schmuckstein zu sein. Und was wir hier auch wieder sehen, sind diese Strahlen oder diese Dornen, die von ihren Schultern aus ausstrahlen. So, hier sehen wir wieder eine Architekturdarstellung. In der Mitte ein Tor und links und rechts davon Türme. Die sogenannten Tür. Das waren Wachtürme oder Türme, die man halt an Toren oder die neben Toren standen, um halt den Verkehr zu kontrollieren bzw. um zu überprüfen, wer da rein und raus geht. Diese Tür sind in Sichuan noch relativ zahlreich erhalten, stammen auch aus der Han-Zeit. Ich habe leider keine Gelegenheit, nach Ya'an zu fahren. Es ist ungefähr 3 Stunden von hier oder 4 Stunden von hier. Sonst würde ich mir so eine Tür auch gerne mal live und in Farbe angucken, aber es geht leider nicht. Aber wir sehen hier eher auf dieser Steinschnitzerei 2 Stück davon. Die flankieren, wie das üblich ist, ein Tor. Manchmal sieht man sie auch verbunden mit dem Tor. Hier sind noch mehrere Darstellungen von Tür, wo es nicht so raus, also wo es so dargestellt ist, als wenn die Tür und das Tor halt ein baulicher Bestandteil in sich sind, also ein Tor mit 2 integrierten Türmen. Aber hier sieht es eher so aus, als wenn es getrennt sei.
In dem Tor steht eine Figur, die etwas in der Hand hält. Insgesamt ist diese Schnitzerei aber halt sehr, sehr grob und plump gearbeitet, sodass man da nicht so viel raussehen kann. Wir sehen auch oben, dass wieder dieser Phönix auf dem Tor sitzt, aber der sieht auch nicht so schön und fein und edel aus. Damit wir dasselbe Motiv nochmal etwas schöner sehen, gehe ich ein Stück nach links und nach oben. Also es gibt auch sehr viel besser gearbeitete Ziegel, die ein solches Motiv zeigen. Wie zum Beispiel dieser. Ist jetzt weniger rechteckig, sondern eher quadratisch, ohne menschliche Figur, aber zeigt halt diesmal die Tür in baulicher Einheit mit diesem Tor, mit dem Mann. Und darauf sitzt oben auch dieser glückverheißende Vogel, dieser Phönix. Ich zoome mal kurz ran, damit man auch sehen kann, wie feinteilig die Flügel, der Schwanz und auch die Kopffedern oder auch die Füße mit ihren einzelnen Zehen gearbeitet sind. Ebenso ist die Architektur sehr fein ausgearbeitet. Man sieht die einzelnen Dachziegel, die einzelnen Balken. Also das hier ist wirklich ein sehr schönes und fein gearbeitetes Stück. So, aus einer etwas doofen Perspektive und mit Gewackel gibt es hier noch einen etwas kleineren Stein. Teilweise wurden ja auch so Stützsteine oder Platten gebraucht, deren Ränder auch dekoriert wurden. Es geht leider nicht anders, es darzustellen, weil hier wirklich böse Reflexionen wieder im Spiel sind. Was wir hier sehen, sind auch wieder zwei Vögel, auch wieder sehr fein gearbeitet sind, scheinen auch wieder, sollen bestimmt auch wieder Phönix zu sein. Und ich war ja in Lanzhou im Tianbibouguan, also im Münzmuseum. Da war aber leider das Filmen verboten, deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal so eine Münze. Da sieht man nämlich so etwas Rundes zwischen den Vögeln, was von denen mit einem Faden oder so im Maul gehalten wird. Und in dem Runden ist ein quadratischer Abschnitt. Und zwar ist es so, dass es bis zur Zeit der Streitenden Reiche viele verschiedene Formen und Arten von Münzen gab. Und unter Qin Shi Huang wurde ja alles Mögliche normiert, unter anderem auch die Münzen und das Münzsystem. Und es gab da halt verschiedene feste Größen. Dies hier ist eine in der Handzeit oder für die Handzeit typische U-Ju-Münze, also 5 Perlen oder 5 Schmucksteine. Ju kann man ja immer relativ unterschiedlich interpretieren. Versuchen wir wieder mit dem Finger davor zu gehen. Hier steht U und da steht Ju. Und das war in alle Münzen eingraviert, damit man wusste, welchen Wert sie tragen. Diese Münzform, also die runde Münze mit dem quadratischen Loch in der Mitte, hat sich dann halt bis zum Ende der Kaiserzeit hin durchgehalten. Ansonsten gab es auch noch verschiedene geometrische Muster. Hier haben wir einen Stein mit zwei verschiedenen. Einmal links so ein Streifenmuster, so ein kreuzförmiges Streifenmuster, rechts so ein eingedrücktes Punktmuster, das könnten eventuell auch kleine Rauten gewesen sein. Wenn wir dann einen Stein weitergehen, dann sehen wir hier auch wieder ein Rautenmuster, auch relativ feinteilig gearbeitet, und je weiter man nach innen geht, desto feiner sind diese Rauten unterteilt. Ansonsten gibt es auch noch verschiedene Punkt- und Kreismuster, wie zum Beispiel dieses hier. Und die gibt es wirklich in allen Formen und Variationen. Es gibt auch manchmal Muster, wo dazwischen dann auch diese glückverheißenden Vögel oder Phönixe sind. Es gibt auch Schriftzeichen auf diesen dünnen Steinen. Ich sehe gerade, das ist irgendwie unscharf, das ist natürlich dumm. Ich versuche das. Ah, jetzt geht es. Wunderbar. So sieht das in etwa aus. Also es gibt auf den Seiten der Steine alle möglichen verschiedenen Muster. Ich wollte jetzt nur mal so grob 1, 2 zeigen. Habe
ich hier nur eins in der Nähe? Ja, da habe ich noch eins. So gehe ich jetzt mal ein bisschen hoch. Das hier liegt seitlich, das hat bestimmt mal senkrecht gestanden. Da sieht man dann halt Schriftzeichen drauf. Oder wenn ich jetzt nochmal zwei runtergehe. Hier ist beispielsweise ein Reiter mit einem Vogel. Und auf der rechten Seite, das Abgebrochene, scheint auch wieder eine Münze darzustellen. Da haben wir auch wieder dieses viereckige Loch in dieser Scheibe. Da haben wir allerdings das Ganze nicht so fein gearbeitet, dass auch noch die Schriftzeichen für die Währungseinteilung, also dieses U-Ju, auch mit eingearbeitet ist. Und ja, davon ist hier eine Vitrine mit sehr, 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 sehr vielen verschieden gearbeiteten Steinen, die alle halt verschiedene Muster zeigen, ob jetzt figural oder geometrisch oder Schriftzeichen oder.